Von New Flags habe ich diese iPad-Hülle bekommen mit integrierter Tastatur. Also sprich, es ist ein Keyboard-Case. Die Hülle ist für die Modelle iPad 10 in 11 Zoll, iPad Pro 1, 2, 3 und 4 und das iPad Air 4 und 5. Ich habe wiederum das iPad 4, von daher kann ich euch das hier gleich mal demonstrieren. Es hat halt auch Lichter, diese Tastatur. Es hat einen Bluetooth-Button, um das Ganze halt eben zu verbinden. Und einen Power an, also einen An- und Aus-Knopf. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst aber hier einmal zum Unboxing. Ich habe die Folie schon mal entfernt, damit das hier nicht so spiegelt beim Auspacken. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Die Hülle selber ist halt hier in dieser Packung mit dabei, auch noch ein Tüchlein, um das hier vermutlich zu reinigen oder halt eben zwischen iPad und Tastatur zu legen. Dann ist das Ganze hier nochmal eingepackt. Ne, das müssen wir anders öffnen, mit Gewalt. So, dann haben wir hier in der Farbe Schwarz oder dunkel Anthrazit. Das lässt sich, ihr hört es vielleicht, aufklappen. Haben wir hier einmal enthalten, das ist hier in der Mitte, ein Kabel. Wir reden hier von einem USB-A zu einem USB-C Kabel. Eine kleine Anleitung. Und letztendlich dann hier der Tastatur. Macht einen auf den ersten Blick ganz guten Eindruck. Klappt hier so zu. So wieder auf, dann habt ihr die Tastatur. Ihr könnt dann hier das noch nach hinten biegen, damit ihr das iPad auch im Blickwinkel habt. Und ich mache das mal an. Ist, wie gesagt, gerade ausgepackt, mal gucken, ob da Saft drauf ist. Ihr seht hier, das leuchtet. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wenn es an ist, leuchtet. Und dann habt ihr hier halt eben noch als zweites einmal die Buchse zum Aufladen und den Connect-Knopf, um das Ganze halt eben mit Bluetooth dann auch zu verbinden. Wir versuchen das jetzt auch mal, das heißt, ich nehme jetzt mein iPad mal hier aus der alten Hülle raus. So. Da war es ein Weilchen drin und bringe das erstmal hier oben an. So, ihr seht, vom Handling her, das passt auf jeden Fall. Es ist natürlich für mehrere iPads geeignet. Ich sagte gerade auch für den Pro-Bereich. Deswegen ist die Aussparung hier oben etwas größer. Beim iPad Air, hier in der vierten Version, habe ich halt nur die eine Kamera. So, jetzt liegt das hier. Ich klappe es auf. Kann es nach hinten klappen. Und habe dann entsprechend hier die Ansicht. Ich zeige euch das auch nochmal so. So sieht es dann aus. So, jetzt probiere ich das Ganze mal zu verbinden mit dem iPad. Das heißt, ich gehe jetzt beim iPad mal in die Einstellungen rein und gehe in die Bluetooth-Einstellungen und drücke mal auf Connect. Jetzt müsste hier gleich ein X7 kommen. Das ist das hier. Ich drücke mal drauf. Kopplungsanforderung. X7 möchte sich koppeln. Ich sage koppeln. Jetzt ist das Ganze auch schon verbunden. Das ging ziemlich reibungslos. Jetzt gehen wir mal irgendwo, ja genau, ich kann jetzt hier mit der Maus, mit dem Touchpad hier mit der Maus arbeiten. Ich gehe mal in den Browser, klicke hier oben rein und gehe mal auf amazon.de und es funktioniert, ich bin direkt da, kann mit der Maus hier arbeiten, kann auch ähnlich, wir werden probieren, also ich kann hier sliden. Funktioniert insofern sehr gut, natürlich abweichend jetzt zu meinem MacBook mit den Gesten. Und das schaue ich mir jetzt nochmal genau an, zeige euch gleich aber erstmal hier die Funktionen. Wir haben hier, das sehe ich gerade,
Gesten, die wir auch verwenden können. Ich suche nur gerade die deutsche. Hier ist der deutsche Part. Also, wir können einmal die Hintergrundbeleuchtung ändern. Das ist mit der Taste Umschaltfunktion für Helligkeit. Das haben wir hier. Und das funktioniert sogar sehr gut. Mikrofon ein- ausschalten. Also ihr könnt sämtliche Funktionen hier über die Tastatur steuern und habt dazu auch noch, das eben gesehen, da vorne einfach für alle Sprachen, Touchgesten, iOS-Touchgesten, die könnt ihr halt eben auf dem Trackpad hier nutzen. So gesehen aber ein schönes Gerät, da kann man hervorragend mitarbeiten, es hält auch super gut, wieder zuklappen und wieder auf und ja, kann man wirklich jetzt nicht meckern. Das ist das Gerät, so sieht es aus. Hier habt ihr natürlich noch das Tuch. Das macht Sinn, dass das Tuch hier zwischengelegt wird. Also, ihr seht, jetzt habe ich es falsch aufgemacht. Am besten klappt ihr die Tastatur von der Seite, dann ist das iPad auch dran und legt dann hier das dazwischen. Und dann habt ihr das zu und ist auch aus, aber dann habt ihr die Tastatur halt nicht am Glas, am Touchscreen. Und habt dann hier das iPad mit Tastatur und Beleuchtung. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal im Dunkeln und könnt es dann vollkommen nutzen, hier halt eben mit dem Trackpad. Hier seht ihr jetzt auch nochmal die Hintergrundbeleuchtung. Wenn ihr das Keyboard Case aufladet, dann seht ihr hier, leuchtet auch eine Lampe und ihr wisst dann auch, wenn es voll ist, dann wird sich da vermutlich die Farbe ändern. Jetzt ist sie noch rot. Ja, es hält halt magnetisch hier an der Rückwand. So, ihr seht hier auch eine kleine Hintergrundbeleuchtung. Wie ich schon gesagt habe, ihr könnt die Helligkeit des iPads hier über die Tasten einstellen. Ihr könnt hier viele Einstellungen machen, eigentlich so wie ihr das auch gewohnt seid vom Laptop. Und wenn ihr seht, hier bin ich unterwegs mit der Maus gerade. Ich kann aber auch eins machen. Ich kann jetzt einfach, jetzt mache ich mal so ein paar Gesten. Ich gehe mit 2 nach oben. Seht, dann wechsle ich hier, beziehungsweise ich gehe mit 3 nach oben, dann bin ich am Homescreen. Gehe wieder hier drauf, öffnet sich das Ganze. Ich gehe mal hier auf Schreiben, gehe irgendwo hin und kann dann hier ganz gemütlich schreiben. Hallo, ich bin eine Tastatur. So, ihr könnt das hier dann auch die Worte markieren. Ihr müsst schon natürlich auf die Worte auch treffen, dann habt ihr das soweit. Also es gibt viele, viele Gesten, die ihr machen könnt hier. Seitenwechsel hoch, runter. Ihr könnt hier switchen zwischen den ganzen Einstellungen. Also hier ist vieles, vieles möglich. Sobald ihr eine Taste drückt, dann ist hier die Hintergrundbeleuchtung wieder an. Wenn man jetzt einen Moment wartet, ist die gleich wieder aus, beziehungsweise wenn wir das hier zuklappen. Ihr könnt auch hier mit Kombinationen, also auf die Spotlight-Suche gehen. Ihr könnt alles möglich machen. Ihr habt ja hier die, das Mikrofon jetzt aktiviert. Ihr könnt auch einfach das Tablet schließen. Also all das und vieles, was man so vom Laptop kennt, kann man hier auch machen. So, was ihr auch machen könnt, drückt hier die Tastenkombination Fn und dann hier die Lautstärke. Ihr seht hier oben verändert sich hier die Lautstärke. Ihr könnt es auch direkt leise machen. Ihr könnt vor- und zurückhüpfen bei Musik und sonstigen Titeln. Wie ich gerade schon sagte, hier die Spotlight-Suche. Die Helligkeit der Tastatur, schaut mal, könnt ihr auch verändern. Also es ist sehr funktionell, dieses Keyboard. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Wenn das Ganze dann zugeklappt ist, ihr habt hier die Aussparung, zeigte ich schon, für die Kamera. Und gut, das lädt jetzt auf, ich ziehe es mal raus. Also es ist absolut handlich und ziemlich gut, dann wieder aufzuklappen und
einfach ein bisschen nach hinten. Dann hält das hier an den beiden oberen Dritteln von der Rückwand. Alles magnetisch. Ihr könnt das also hier abnehmen und auch wieder dran packen. So, da hält es auch schon wieder. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.